Digga, Black Ops 6 funktioniert schon wieder nicht. Bleibt dran, ich zeige euch ein paar Tipps, was ihr machen könnt, wenn das Game nicht funktioniert. Ihr habt Game Crash, Game startet nicht, ihr habt irgendwelche komischen Error Codes. Das gehen wir jetzt alles durch. Ich zeige euch ein paar Varianten. Entweder es funktioniert bei euch, es funktioniert nicht. Bei manchen hat es geholfen, bei manchen nicht. Deswegen probiert es einfach aus, vielleicht läuft es dann bei euch. So Leute, wir starten mit Revo Uninstaller. Ich packe euch das natürlich alles in die Videobeschreibung rein. Also Revo Uninstaller, das ist ein Programm. Das zeigt euch sämtliche Programme an, die ihr auf eurem Rechner rumschwirbeln habt und ihr könnt jetzt die löschen. Nehmen wir jetzt mal an, das wäre Call of Duty. Ihr könnt hier eingeben Call of Duty, das Programm, was ihr jetzt löschen wollt. Bei mir, ich mache jetzt nur als Test, ich lösche jetzt einfach mal das hier. Wir gehen auf Anwendung deinstallieren. Ihr macht hier den Haken raus, weil ihr wollt keine Systemwiederherstellung haben. Klickt auf Weiter. Dann natürlich, wenn das Game halt über Steam läuft, dann tut ihr das erstmal über, zum Beispiel bei mir, über Steam jetzt deinstallieren. Das ist jetzt fertig und dann könnt ihr hier Prüfmodi auswählen. Ihr wählt intensiv aus, drückt auf Durchsuchen. Dann läuft das Ganze. So, jetzt hat ihr hier sämtliche Dateien noch gefunden, die irgendwo in irgendwelchen Ordnern versteckt waren. Geht ihr auf alle markieren, löschen, ja, alle markieren nochmal. Manchmal kommt es, manchmal nicht. Löschen, ja. Jetzt habt ihr alles gelöscht und könnt jetzt quasi richtig fresh euer Game neu installieren. Vielleicht funktioniert dieser Trick zum Beispiel schon mal bei euch. Wenn es immer noch nicht bei euch funktioniert, wäre der nächste Schritt, wir gehen jetzt in die Game-Files rein, hauen den Haken als Administrator starten raus und dann habt ihr vielleicht Glück und es funktioniert. Bei Windows 11 momentan ist es so, die machen sehr gerne in Spiel und sämtliche Programme machen die das schon automatisch rein, dass als Administrator ausgeführt wird. Den Haken müssen wir natürlich raussetzen, weil das Ganze funktioniert leider nicht bei Call of Duty. Bei manchen Games funktioniert es, bei manchen nicht. In unserem Fall funktioniert das nicht. Also machen wir das jetzt raus. Dafür geht ihr da, wo euer Spiel gespeichert ist. Bei mir ist es auf der M2. Ihr müsst halt gucken, bei euch kann es sein, es ist auf C. Dann wird es wahrscheinlich bei euch bei Programme 86 sein. Dann müsst ihr auf Steam, ihr müsst den Steam Ordner suchen, hier ist das Steam. Dann geht ihr auf Steam Apps, auf Common. Dann geht ihr auf euren Call of Duty HQ Ordner. Da ist nämlich das ganze Call of Duty Gedöns drin, was ihr installiert habt. Und jetzt gehen wir hin und gehen hier oben auf die Suche, geben Exe ein. Jetzt sucht Anwendungen, die man ausführen kann. Und ihr geht jetzt auf COD mit dem Black Ops 6 Logo. Rechtsklick drauf, geht auf Eigenschaften, geht auf Kompatibilität und hier wird wahrscheinlich ein Haken bei euch drin sein. Programm als Administrator ausführen, den müsst ihr natürlich rausmachen, den Haken. Drückt auf Übernehmen. Okay, jetzt probiert ihr es nochmal. Vielleicht funktioniert dieser Trick schon bei euch. Falls ihr das Spiel auf Battle.net habt, zeige ich euch kurz, wie ihr das findet. Ich zeige das jetzt anhand einem Beispiel von Call of Duty Cold War. Ihr geht hier auf das Zahnrad, geht auf im Explorer anzeigen. Dann geht ihr auf den Ordner drauf, also bei euch wird dann Call of Duty HQ stehen. Und gebt dann hier oben Exe ein und dann werdet ihr euren COD, eure COD-Anwendung finden mit dem Black Ops 6 Logo. Der dritte Versuch, wenn es immer noch nicht bei euch funktioniert, dieser Trick funktioniert zum Beispiel bei Leuten, die DirectX Fehler bekommen oder irgendwelche komischen Fehlercodes, die höchstwahrscheinlich was mit eurer Grafikkarte zu tun haben. Man kann es einfach mal ausprobieren. Das Ganze nennt sich Display Driver Uninstaller. Das ist quasi ein Programm, womit ihr euren kompletten Grafikkartentreiber deinstallieren könnt. Sei es Nvidia, AMD, whatever. Ihr könnt es einfach platt machen. Da ist jetzt erstmal ganz wichtig, ihr müsst jetzt bei eurem Keyboard Windows und R-Taste gedrückt halten. So, dann öffnet sich hier dieses Fenster. Da gibt ihr jetzt ein MS-Config. Drückt auf OK. Das Wichtige ist, wir müssen ja jetzt PC im abgesicherten Modus starten. Das ist Voraussetzung, damit das richtig funktioniert. Dann drückt ihr hier auf Start und macht hier den Haken bei abgesicherter Start rein. Drückt auf Übernehmen. Dann wird ihr euch fragen, ob ihr euren PC neu starten wollt. Natürlich macht ihr das dann. Dann startet euer PC neu und ihr seid im abgesicherten Modus. Dann seid ihr zurück in eurem Programm. Ihr habt es jetzt gestartet. Und da habt ihr die Möglichkeit, hier rechts könnt ihr jetzt GPU auswählen oder Audio, je nachdem, was ihr halt machen wollt damit. Ihr könnt auch Audio, komplettes Audio-Setup zurücksetzen. Geht auf GPU, das brauchen wir. Dann könnt ihr hier Nvidia, wählt ihr auf jeden Fall aus. Ihr könnt auch AMD oder Intel, je nachdem, was ihr halt für eine Grafikkarte habt. Dann drücke ich zum Beispiel jetzt auf Nvidia. Und dann wählt ihr den letzten Tab aus, reinigen und herunterfahren für die Installation einer neuen Grafikkarte. Drückt ihr drauf. Dann wird er alles löschen, was geht. Und dann irgendwann ist es fertig. Dann könnt ihr ganz normal das Programm schließen. Geht wieder in MS-Config rein. Drückt wieder Windows R. Gibt MS-Config ein. Geht wieder auf Start. Abgesicherter Modus. Haken rausmachen. Übernehmen. PC neu starten. Und dann ist wieder alles wieder vor. So, jetzt habt ihr euren kompletten Grafikkartentreiber deinstalliert. Jetzt müsst ihr euren aktuellsten Grafikkartentreiber im Internet
runterladen auf der jeweiligen Seite. Ob ihr AMD, Nvidia Grafikkarte habt, müsst ihr halt den neuesten Grafikkartentreiber runterladen, installieren und dann probiert ihr nochmal das Game und vielleicht läuft es dann schon bei euch. Was ihr natürlich auch noch probieren könnt, das wäre jetzt Schritt 4. Ihr könnt euren BIOS updaten quasi. Das werde ich jetzt nicht zeigen, da das nochmal so ein separates Video sein könnte. Ihr geht einfach auf YouTube, gebt euer Board ein, was ihr habt, gebt BIOS Update ein und dann gibt es da sämtliche Videos oder gibt es bei Google ein und so. Dann müsst ihr euch nämlich euer BIOS updaten und vielleicht habt ihr schon das Glück, und es funktioniert einfach. Bei den meisten, also es gibt viele, die haben das gemacht, da hat es dann funktioniert. Gerade in der Beta-Zeit von Black Ops 6 hat es bei vielen sehr geholfen. Deswegen könnt ihr das mal einfach ausprobieren. Wenn das Ganze bei euch funktioniert hat, schreibt gerne in die Kommentare. Wenn es nicht funktioniert, schreibt auch in die Kommentare. Vielleicht kann euch irgendjemand anderes weiterhelfen oder mir fällt noch was ein, da kann ich es noch drunter kommentieren. Wenn euch dieses Video gefallen hat und wenn es natürlich euch auch geholfen hat, lasst gerne ein Like da, dass wir ein bisschen den Algorithmus pushen, dass die Leute, die auch Probleme haben, dieses Video finden werden und wir hoffentlich deren Spielsucht retten können.